Und wir benötigen eine Möglichkeit, den Ruf der Stadt noch ein bisschen hochzudrücken. Mal schauen, ob ihr Einnahmen macht. Ihr wahrscheinlich weniger als ihr. Ach, die sind doch direkt neben der Taverne. Natürlich geht da niemals jemand rein. Okay, folgendes. Wie ihr wünscht. Wir holen uns zuerst einmal das Herzogtum, bevor wir weitermachen. Das Lagerhaus ist mehr Geld voll. Und so. Lions Lair und Swax können wir gleich noch einnehmen gehen. Dann stehen wir schon sehr gut da. Würde ich schätzen. Ehefrauen sind geliefert. Ruf der Stadt wird eine schwierige Frage. Sollt hochsteuern? Keine. Und Party. Müssen wir nur warten, bis die Party vorbei ist und dann sind wir wieder pleite. Das Lagerhaus ist voll. Und da sind der Ruf, weil wir Soldaten nicht bezahlen können. Das war befürchtet. Nun gut, wir brauchen Geld. Wir brauchen Ruf. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir müssen auch verhindern, dass das Lagerhaus zu sehr überfüllt wird. Denn ansonsten verstopft sich alles und unsere ganze Wirtschaft kollabiert auf einen einzigen Schlag. So, jetzt befördern. Es ist meine Bestimmung, diesen Titel zu tragen. Voll dekoriert und Reichtum, das ist ja machbar. Ein Karren wurde ausgesandt. Tischler. Ein Karren wurde ausgesandt. Schmiede. Und Kerzenmacher. Kerzenmacher verbrauchen Unmengen an Wachs. Wir werden also vielleicht noch einen zweiten Imker brauchen. Hier oben haben wir immer noch den nötigen Platz, also nutzen wir ihn. So. Das wird passen. Wie viele Stadthäuser haben wir? Genug. Genug, um an Reichtum zu kommen. Die 151 haben wir erreicht. Infolgedessen werden Krankheiten ausbrechen, das bedeutet, unsere Apotheker machen Geld, werden reich und das Erzherzogtum kriegen wir damit gleich. Wichtig ist natürlich auch, dass wir etablieren, dass egal, was die Welt hier so sagt, Dario ist hier gewesen. Verstanden. So, und jetzt machen wir auch ordentlich Geld. Der sollte hoch? Der sollte es hoch. Na gut, wir machen nicht ordentlich Geld, wir machen ein kleines bisschen Geld. Aber genug, um eine Armee zu unterhalten. Kleidungsmangel. Wir haben einen. Hier haben wir Wild, das wir auch am Abholen sind. Hier oben gibt es noch viel Wild. Wir sollten möglicherweise einen zweiten Gerber aufprügeln. Alles klar. Nun gut. Machen wir uns bereit. Ei. Erst einmal schnell speichern. Und danach einen echten Spielstand anlegen. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Kirche hier so sehr vermissen würde. Denn die Kollekte und die Messe, die waren echt nützlich. Kleine bisschen Zusatzschub an Geld. Sofort. Verstanden. Ei. Hey Leute. Ei. Leute. Wie ihr wünscht. Hab rüber. Ei. Ei. Ich hab Süßigkeiten. Stürmt los. Nicht aufgeben.
Alles klar. In den Kampf! Alles klar. Schon unterwegs. Ei! Jawohl! Stürmt los! Alles klar. Ei! Verstanden. Alles klar. Ei! In den Kampf! Alles klar. Schon unterwegs. Vorwärts! Okay. So weit, so gut. Schon unterwegs. Es gibt kein Zurück! Jawohl! Hier, bring das Zelt wieder, wenn du kannst. Alles klar. Vorwärts. Kannst du, sehr gut. Ei. Nicht unzerstörbar. Auf euren Befehl. Ei. Auf euren Befehl. Alles klar. Wir könnten die Banditen wieder unter Naturschutz setzen, aber ich gehe nicht davon aus, dass das was bringen würde hier. Vorwärts! In den Kampf! Verstanden. Auf euren Befehl. Nicht aufgeben! Alles klar. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Immer in Bewegung bleiben. Schon unterwegs. Sofort. Lass die Bogenschützen nicht beißen. Angriff! Ich muss mich in die... Ich hab gesagt, du sollst es nicht tun. Schon unterwegs. Nun gut. Auf euren Befehl. Lasst uns Mordrufen des Krieges Hund entfesseln. Drauf da. Angriff! Stürmt los. Sofort. Ei. Stürmt los. Sofort. Da drauf. Kämpft weiter! Dann räumen wir uns euch also so aus dem Weg. Es gibt kein Zurück! Verstanden. Kämpft weiter! Mit Hilfe unserer drastischen Fernkampfüberlegenheit. In den Kampf! Alles klar. Wo meint ihr, dass ihr drauf schießt? Stürmt los! In den Kampf! Schon unterwegs. So in den Kampf! Und so. Es gibt kein Zurück! Brennt einfach Zelte nieder, wenn ihr könnt. Es gibt kein Zurück! Ihr macht das zu Ende. Zum Angriff! In den Kampf! Ei! Stürmt los! So, Haki, kommen wir wieder hier rüber. Vorwärts! Ihr habt eine Fackel Kämpft übrig. Weiter! Setzen wir die Banditen unter den Torschutz oder nicht? Was meint ihr? Machen Kampf. Wir nicht. Radiert sie aus. Ihr dürft noch mitschießen. Los. Ihr habt noch ein bisschen Vorwärts. Was. So. Sofort. Wie geht unsere Armee generell? Du kannst dich als entlassen betrachten. Du kannst nachgefrischt werden. Zieht euch zurück. Verstanden. Auf euren Befehl. 1000. Wir haben keine 1000. Normalisiert den Sold. Wir sind ein bisschen pleite. Wobei, wenn es um Geld geht, wir kriegen ja wieder welches. Vielleicht. Wir kriegen Farbe. Alles klar. Alles klar. Wir kriegen Farbe. Wir kriegen Milch. Verstanden. Verstanden. Das sind die unfähigsten Banditen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Die haben es nicht mal geschafft, schon eine unterwegs. Münze zu klauen. Sofort. Lagerhaus ist voll. Ein Karren wurde ausgesandt. Mehr Farbe. Auf euren Befehl. Verstanden. Auf euren Befehl. Verstanden. Ei, schon unterwegs. Verstanden. Auf euren Befehl. Jawohl. Schon unterwegs. Okay. Ein Sofort. Karren mit Rohstoffen Jawohl. Ist eingetroffen. Alles klar. Dieses Gebiet verfügt Verstanden. Zumindest über große Schon Eisenmengen. Unterwegs. Verstanden. Ei, alles klar. Auch Verstanden. Dieses Gebiet ist mit Halunken verseucht. Ich sollte sie schnell loswerden. Verstanden. Verstanden. Sofort. Verstanden. Jawohl. Genau. Flames Verstanden. Of Truth. Alles klar. Verstanden. Da sind noch welche. Aber die sind für den Moment erstmal harmlos. Ei. So denke ich. Schon unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen Ei. Ist eingetroffen. In Ordnung. Wir können das Gebiet hier oben jetzt einnehmen. Ei. Und uns dann Günther Jochs Fragen stellen. Thank you.
Ei, sofort. Schon unterwegs. Schon unterwegs. So, schnell speichern. Bin gespannt, was passiert, wenn wir alle Fragen richtig beantworten. Ich bin gespannt, ob wir in der Lage sein werden, überhaupt alle Fragen richtig zu beantworten. Hallo und herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Wollt ihr schon immer in Geld schwimmen? Mit Allahs Hilfe könnte dieser Traum wahr werden. In unserem Alles oder Nichts Special. Eine Quizshow. Habe ich dazu wirklich Zeit? Im Moment muss ich die 7 Schlüssel finden. Wenn ihr erst einmal Millionär seid, könnt ihr euch auch einen Schlüsseldienst leisten. Und falls ihr versagt, der Trostpreis ist dieser alte Schlüssel hier. Er passt vielleicht in eine alte Truhe voller Gold. Wer weiß. Das ist tatsächlich einer dieser Schlüssel. Ich muss also nicht bis zur Million spielen. Eine falsche Antwort und ich bekomme diesen Schlüssel automatisch. Dann bin ich bereit. Ich werde mich euren Fragen stellen, Rätselmeister. Dann fangen wir doch gleich an mit der 50-Denare-Frage. Gesucht ist ein zylindrisches Gefäß, in dem Speisen gekocht werden. Gulasch, Ragout, Auflauf, ein Topf. Topf. Das war zu leicht, nicht wahr? Für die 100 Denare möchte ich von euch wissen. Wer auf den Abort aufsucht, der hat eine... Zur Hölle? Grundschülerlunge? Konfirmandenblase? Abiturientenniere? Teenagergalle? Das Einzige, was mit dem Abort zu tun hat, ist die Blase. Wann werden die Fragen eigentlich mal schwierig? Wenn jemand dem Sultan Geld schuldet, so kann man sagen, zahlt endlich eure... Alter. Wenn ich dafür keine Millionen bekomme. Leichtmatrose, Steuermann, Schiffsjunge, Deckoffizier. Zahlt endlich eure Steuermann. Die ersten Fragen sind etwas leichter, aber lasst euch nicht davon täuschen. Die Schwierigkeit wird steigen. Wie wird die Zeit zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert genannt? Ihr werdet es nicht wagen. Helles Altertum, stickige Neuzeit, blasse Vergangenheit, finsteres Mittelalter. Es tötet mich ein bisschen sehr, dass das Mittelalter immer noch von so vielen Menschen als Fenster angesehen wird. Das Vormittelalter, das war Fenster. Aber ab Karl dem Großen ging es bergauf. Finsteres Mittelalter. Die Schwierigkeit steigt, also bisher merke ich davon nichts. Wer in Dover wohnt... Zur Hölle? Kent. Wahrscheinlich. Weil das ist einer der einzigen Wortwitze, der mir einfällt. Kent. Wir sind ja auch bei der ersten 1000-Denar-Frage. Geduldig noch etwas. Es wird schwieriger, ich verspreche es. Ein bedeutender Dichter des Altertums war... Homer. Das sind alles Simpsons-Namen, nur Homer. Homer ist eine echte Person gewesen. Höchst interessant. Bisher gab es viele Fragen über historische Ereignisse. Das ist gut, denn ich genoss die beste Bildung und las viele große Werke. Wofür ging Hannibal in die Geschichte ein? Alpenüberquerende Elefanten. Ausübung von Kannibalismus. Nein, wir reden nicht von Hannibal Lecter. Anführer des A-Team. Entdeckung Amerikas. Das ist das Einzige, was nicht dazu passt, weil hier kein Hannibal involviert war. Überquerung der Alpen mit Elefanten. Nicht, dass ihr glaubt, die Fragen seien einseitig. Beim nächsten werdet ihr sicher Appetit auf mehr bekommen. Wobei besteht die oberste Schicht oft aus sogenannten Fondant. Aus einer Festtagstorte. Ob ihr euch gut in Europa auskennt, nun werden wir sehen. Fragt mir keine Fragen über jugoslawische Länder oder über die Länder des ehemaligen Jugoslawiens. Der Balkan ist immer noch so eine Geschichte. Von welchem 321 Meter hohen Berg wird behauptet, dass er der meistbestiegene Europas zu sein? Ich gehe von der Zugspitze aus. Nein, die waren wohl nicht richtig. Jetzt alle spielen Geld futsch. Aber nimmt diesen alten rostigen Schlüssel als Trostpreis. Das ist jetzt ärgerlich. Ich wollte nur den Schlüssel. Also nicht so tragisch. Wir haben ein Niemals!
Dann war es der Brocken. Glaube ich. Denn die Sache ist, mit Bergen kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass, soweit ich weiß, der Mont Blanc der höchste in Europa ist, der Mount Everest der höchste generell. Aber, okay, gehen wir durch. Zylindrisches Gefäß. Ein Topf. Ich will das diesmal auch richtig machen. Wer auf den Abort absucht, hat eine Konfirmantenblase. Geld schuldet, stahl deine Steuermann. Was? Ich hab auf Steuermann geklickt, oder? Sekunde. Jetzt mache ich mich selbst kaputt. Ich wurde inkonzentriert, glaube ich. Ich glaube, ich habe daneben geklickt. Jawohl. Wie ihr wünscht. So. Okay, nochmal. Ich will die Millionen. Gib mir die Millionen. Ein Topf. Konfirmantenblase. Zahlt endlich eure Steuermann. Genau, das finstere Mittelalter, was mich mental tötet. Wer in Dover wohnt, kennt. Homer. Nicht Simpson. Hannibal die Alpen überquert. Festtagstorte. Aber jetzt kommen wir in Trivia-Geschichten, die ich zum Teil nicht kenne. Okay. Brocken? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Bergnamen sind. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Gibt es Drachenfels? Gibt es den? Ich hab doch keine Ahnung. Alles klar. Es gibt die Bap. Komm, lass mich durch. Ein Topf. Konfirmantenblase. Zahl deine Steuer, Mann. Finsteres Mittelalter. Kennt. Homer. Überquerung der Alpen. Festtagstorte. Okay. Wir haben eine 50-50-Chance jetzt. Drachenfels oder Feldberg. Hier ist der Punkt. Drachenfels, ich bin mir nicht sicher, ob der existiert. Feldberg, kann ich mir vorstellen, dass es echter Name ist, weil die Menschen einfallslos mit Namen sind. Es ist ein Drachenfels. Wirklich? Es gibt einen Berg namens Drachenfels? Hätte ich mir nicht vorgestellt. Damit sind wir auf meine tatsächliche Schwäche gekommen. Verstanden. Ich kenne mich doch nicht mit Tourismusattraktionen aus. Ein Topf. Konfirmantenblase. Zahl deine Steuermann. Angeblich finsteres Mittelalter. Wer in Dover uns kennt, natürlich kennt. Homer hat die Ilias geschrieben. Und die Odyssee. Hannibal. Überquerung der Alpen. Festtagstorte. Scheinbar Drachenfels. Und schon wieder eine Frage über Geschichte. Kunstgeschichte, um genau zu sein. Mein Schreiber scheint sehr in der Vergangenheit zu hängen. Okay. Wann wurde das Kolosseum in Rom feierlich eingeweiht? Oh, jetzt geht ihr mir. Jetzt kommt ihr mir quer. Verdammt. Denn das ist, was ich eigentlich mehr oder weniger wissen musste. Das Kolosseum in Rom ist das Flavische Amphitheater. Jetzt müsste ich wissen, wann die Flavischen... es ist das Flavische Amphitheater. Und die Statue davor war ehemals eine Nero-Statue. Das heißt, es war Nero. Das heißt, wir müssen schauen, wann hat die Flavische Dynastie angefangen. Verdammt. Okay, vor Christus auf gar keinen Fall. Da war noch nicht mal ein Kaiserreich. War 65 nach Christus die jüdisch-klaudische Dynastie schon durch, ist die Frage. Wir haben hier eine 50-50-Chance. Aber ich glaube, dann wiederum, nachdem sie gebaut wurde, nachdem die Dynastie ausgewechselt wurde, ich kann mir 80 nach Christus vorstellen. Das wäre vielleicht ein bisschen spät sogar. Ich gehe von 80 aus. Geschichte ist gut. Wenn es um Wissen geht, macht mir schon keiner was vor.